Anna Ermakova, bittere Reue nach Let's Dance. Es ist unfassbar. Anna Ermakova nahm an der letzten Staffel von Let's Dance teil und konnte den Sieg gemeinsam mit Profitänzer Valerie Lusin einheimsen. Doch während sich die Tochter von Boris Becker kurz nach ihrer Teilnahme an der RTL-Show überglücklich zeigte, herrscht inzwischen bittere Reue. Anna Ermakova hat es geschafft, was sich die Kandidaten in der aktuellen Staffel von Let's Dance sehnsüchtig wünschen: sie hat gewonnen. Der Sieg bei der Tanzshow brachte ihr viel Ruhm und mediale Aufmerksamkeit ein. So sehr sogar, dass sie einen der heiß begehrten Jurorenstühle bei Das Supertalent neben Dieter Bohlen ergattern konnte. Doch so richtig glücklich blickt die heute 23-Jährige nicht auf ihre Teilnahme bei Let's Dance zurück. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Anna Ermakova, dafür schämt sie sich nach Let's Dance. Anna Ermakova konnte sich bei Let's Dance von einer neuen Seite zeigen. Das war ihr wichtig, denn sie wollte nicht mehr nur als Tochter von Boris Becker wahrgenommen werden. Doch inzwischen denkt die gebürtige Engländerin kritisch über ihre Auftritte aus dieser Zeit nach. Denn während dieser Zeit wurde auch ein Video von Anna Ermakova auf der Social-Media-Plattform Instagram veröffentlicht, in dem sie Deutsch spricht. Damals eine echte Sensation, denn obwohl die heute 23-Jährige einen deutschen Vater hat, ist sie in Großbritannien aufgewachsen und ihre Mutter ist gebürtige Russin. Also keine Selbstverständlichkeit, dass Anna Ermakova sich auf Deutsch versucht hat. Doch nun hat Anna Ermakova überraschend im RTL-Format Ein Promi, ein Joker verraten, dass sie sich für diese Aufnahmen schämt: das ist mein most viral Video. Aber mein Deutsch ist so schlimm, es ist unfassbar. Vollkommen unbegründet, denn die Fans der Let's Dance-Gewinnerin freuten sich über die sprachlichen Versuche, die Anna Ermakova unternahm. In der Kommentarspalte des Posts schrieben sie damals: ich freue mich mit dir, genieß die Zeit und deine neuen Erlebnisse. Und speak German, please. Du kannst das. Und sie hat im Englischen eine ganz andere Stimme als im Deutschen, tiefer. Interessant.